Herr Minister, schön, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Gespräch hier bei Phoenix. Ihr Wahlkreis Fürth, in Ihrem Wahlkreis Fürth ist man förmlich aus dem Häuschen, dass Sie Bundesminister geworden sind. Denn der letzte Minister, der aus eben diesem Wahlkreis Fürth gekommen ist, ist Ludwig Erhard gewesen. Das ist einige Jahre her. Wie haben Sie es erfahren, dass Sie für dieses Amt berufen, und wie lange haben Sie gebraucht, um zuzusagen? Danke. Aus der Stadt Fürth, wenn ich sagen darf, aus dem Wahlkreis, war mein Vorgänger Werner Dollinger auch lange Minister, aber auch schon lange ist es her. Wie habe ich es erfahren? Ich habe heute vor einer Woche, Donnerstag, in Addis Abeba bei einer Energiekonferenz der Afrikanischen Union und einem Besuch eines landwirtschaftlichen Projektes im Übrigen, habe ich das erste Grummeln gehört. Und dann am Freitag, ich sage das ganz offen, mit meinem Freund Hans-Peter Friedrich telefoniert als Ratgeber, geschweige denn als jemand, der sich vorstellen konnte, dass er zurücktritt und dass ein neuer Minister die Aufgaben übernehmen muss. Dann allerdings hat sich über das Wochenende innerhalb der CSU als Koalitionspartei das Licht sehr schnell entwickelt, und der Parteivorsitzende Horst Seehofer hat dann mich über das Wochenende gefragt und informiert. Dann gibt noch eine höhere Instanz als Horst Seehofer, das ist meine Frau. Die habe ich dann gefragt, und nachdem die zugestimmt hatte, war dann der Vorschlag an die Bundeskanzlerin möglich. Und dann konnten Sie nicht mehr anders. Nun waren Sie 8 Jahre Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium, sind ein ausgewiesener Verteidigungsexperte. Was verstehen Sie von Ernährung und Landwirtschaft? Ich habe gerade gesagt, ich kann nicht nur Panzer, ich kann auch Mähdrescher. Erstens ist Regierungstätigkeit, Regierungsarbeit auf ministerieller oder Staatssekretärsebene etwas, was man lernen muss, was Erfahrung bedarf. Und ich denke, dass diese 8 Jahre, die ich jetzt bereits sozusagen auf dem Buckel habe, dass die auch ein Stück mit unterstützten waren bei der Wahl. Man darf nicht das eine mit dem anderen gleichsetzen, aber die Strukturfragen, Interessenausgleich, Entscheidungen, Vertretbarkeit von Entscheidungen, Mitnehmen von Betroffenen, das ist ein Handwerk, das ich gelernt habe, das ich kann. Und mir kommt jetzt zugute, dass ich aus dem ländlichen Raum komme und vor allem, dass Sie haben den Wahlkreis angesprochen, ein CSU-Abgeordneter direkt gewählt in einem größeren Teil ländlichen Wahlkreis, der kann gar nicht an landwirtschaftlichen Themen vorbeigehen. Deswegen bin ich schon mit dem Bauernverband bei niedrigen Milchpreisen zur Demonstration gewesen. Ich habe mich um Fragen der agrarsozialen Sicherung, der Fragen der Bäuerinnenrente, der Selbstständigen, der Fragen der Zuckermarktordnung auch gekümmert. Nicht als der alleinige Entscheidungsträger, aber als einer, der vom Volk und von der Landwirtschaft und vom ländlichen Raum gewählt worden ist und rechenschaftspflichtig ist. Also insofern, so ganz neu ist das Schwimmbecken jetzt nicht, in das hineinschwimme. Bei Panzer und Mähdrescher fällt mir noch Schwerter zu Flugscharen ein, aber das nur am Rande. Haben Sie in der wenigen Zeit, die Sie jetzt wissen, dass Sie dieses Amt übernehmen werden und dieses Amt jetzt auch haben, schon überlegen können oder für sich klar machen können, welche Schwerpunkte Sie setzen wollen? Also ich finde den Begriff Wirtschaftsminister des ländlichen Raums einen ganz, ganz tollen. Er nimmt einen wesentlichen Teil auf, nämlich dass man einen integrierten Ansatz hat. Dabei bin ich tatsächlich bei meinen alten Erfahrungsbegriffen der Verteidigungs- und Außenpolitik comprehensive approach, das heißt vernetzter Ansatz. Und das gilt im ländlichen Raum genauso. Lassen Sie mich aber schon auch zu Flugscharen was sagen. Landwirtschaftspolitik hat einen unwahrscheinlich hohen ethischen Anteil. Ich bin ja auch in meiner Partei Vorsitzender des Evangelischen Arbeitskreises. Wir haben uns auch mit Fragen Tank und Teller, mit Fragen der Ernährungssicherung weltweit und der globalen Beziehungen beschäftigt. Und das kommt mir jetzt auch wieder sozusagen auf den Tisch. Ich bin ja jetzt auch ein global zuständiger Politiker, jetzt für Ernährung. Aber was ist denn mehr Grundlage des Lebens als Ernährung? Einer der Punkte, die Sie genannt haben, ist die Stärkung des ländlichen Raums. Sie haben es ja eben auch gesagt, Wirtschaftsminister für diese Region. Was heißt das konkret?
Bei der demografischen Entwicklung, die wir in unserem Land haben, müssen wir darauf achten, dass wir nicht nur den Fokus auf die Wettbewerbsfähigkeit der großen Ballungsräume setzen, sondern dass wir sehr viel mehr auch darauf achten, dass der ländliche Raum sozusagen mitkommt. Welche Fragen werden da sein? Weniger Menschen, weniger junge Leute. Das heißt, die Kosten für Infrastruktur werden im ländlichen Raum höher, die Transportwege unter Umständen länger. Die Frage von Versorgung mit moderner Infrastruktur, beispielsweise des Breitbandes für alle. Das sind Fragen, die jenseits der klassischen Landwirtschaftspolitik da sind. Und dann ein letzter Punkt, der mich da bewegt. Wir müssen klarer machen, dass Landwirtschaft, ländlicher Raum nichts ist, was man nur in Vorabendserien betrachten kann, sondern dafür zu werben, dass das auch nicht nur Urlaub auf dem Bauernhof, dass man das Besuchen, Erleben erschmecken muss. Und da will ich auch einen kommunikativen Ansatz mitsehen. Das Rechtliche und Politische bleibt sowieso. Aber zu sagen, Leute, das ist was Gutes, das ist was Schönes, seid froh, dass es den ländlichen Raum gibt. Mit dem Schwung will ich in die Aufgabe gehen. Herr Minister, vielen Dank für diesen ersten Einblick in das, was Sie vorhaben in Ihrem neuen Amt. Alles Gute, und über die Details und die schwierigen Fragen und die kontroversen Fragen sprechen wir da beim nächsten Mal. Vielen Dank für heute.